Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3, das Spiel der Spiele, das berühmt-berüchtigte Spiel Mafia 3 mit dem genialen Soundtrack, der sich leider nicht aufnehmen lässt auf der PlayStation 4. Das heißt also immer mal wieder ein paar kleine Schnitte von mir, da das System diese Musik nicht mit aufnimmt. Das heißt also auch dann nicht aufnimmt, wenn die sich dann unterhalten, während die Musik läuft. Eine ganz ausgepuffte Geschichte. Aber jetzt legen wir uns erstmal so ein kleines bisschen schlafen, dass wir so ein bisschen uns relaxen können und schauen, was der nächste Tag uns dann so bringt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen sehr freuen. Und draußen scheint die Sonne, sehr schön. So, rede mit Sammy und Alice. Haben wir hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Nein. Okay. Schneller kann er auch nicht laufen. Und dann gehen wir mal hoch. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf! Junge, ich war dich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los! Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Krieg ist schon was Schreckliches. Egal wo er stattfindet. Ich denke als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade so. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedienen wir die Leute. Ich bin gleich wieder. Das machen wir doch glatt. Wir bedienen hier die Leute. Hier gibt's schönes, frisches Fisch-Ragout oder was auch immer. Lass es dir schmecken, Bruder. So, der nächste bitte. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. So. Danke. Gerne, Bruder. So, Sister. Guten Morgen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Sehr gerne. Durch die Rede wert, ne? Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ja, ich mach das gern. Arbeit macht das Bedeutet Leben süß. Bedeutet uns allen echt viel.
Oh, das ist Whoopi Goldberg. Wer Mensch. Ist er nicht alt, Junge? Du kriegst natürlich auch eine Suppe Hirschragout von mir. So. Ich guck mal, was ich machen kann. Ja, hey, das haben wir. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen Bauern. Oh, da naht Ärger, habe ich so das Gefühl. Wir sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Ja, das mache ich doch, Sister. Oh, oh. Wow. Springen, L und... Okay. Scheiße. Denk nicht drüber nach. Erschieß sie. Boah, mega Kopfschelle. Deckung wechseln. Okay. Das denke ich eher nicht, mein Lieber. Für dich habe ich noch eine Kugel. So, mein Lieber. Boah, schöne Kopfnuss. Schönes Ding, mein Lieber. Komm her. Wo ist der nächste? Oh, da ist er. Okay. Komm her. Komm, Bro. Du kriegst jetzt schön was auf die Nuss. Bin schön durchtrainiert. Da gibt's schön ein auf die Nüsse hier. Jawohl. Und da haben wir... Was haben wir da? Irgendwelche Knochen oder so in der Hand? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an. Darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war. Die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern. Haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle, suscite l'hostilité. Wie kann es vorbei sein? Das Letzte, was Sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist.
Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Das wäre schön, wenn wir bald alles hinter uns hätten. So, schwimmen wir zum Dock. Die werden wir jetzt erstmal alle schön nacheinander platt machen hier. Meinem durchtrainierten Bro. Zwei Teams. Eins greift die Bar an, das andere wird. Schleichen, okay. Lasla, der bräuchte mein Selbst, wenn wir das halbe Hallo anfangen müssen. Um seine zu finden, sie recht durch. Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Alice und der andere Kerl. So, den nehmen wir uns als ersten vor, ja? Der, diesmal wird uns nicht kommen. Papa Legba, öffne mir das Tor. So. Gute Nacht, mein Lieber. Gib mir mal die Wumme. So, ist der weg vom Fenster oder wacht er noch wieder auf? Nee. So, nächsten. Kommen wir da weiter? Tatsache. Gehen wir mal hier rein und hier ruf. Na, Bros, wie sieht's aus mit euch? Kommst du hier hoch? Bum, 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 bum. Springt ihr darüber, dann sieht er mich, ne? Ich hab da hinten noch einen. Ich glaube, den nehme ich mal zuerst, oder? Das sind zwei. Wieder nach rüber. Zack, wunderbar. Den haben wir. Bleibt noch einer, den schmeiß ich jetzt schön. Ha? Genau, schön ins Becken geschmissen. Kommt da ein Krokodil? Jo, was rein! Schön vom Alligator gefressen. Und den nächsten. So, jetzt kommen die beiden. Wir hätten den alten Mann schon längst umlegen sollen. Ich schätze, der Boss hat da... Pfeifen und gedrückt halten. Sammy uns Margano auf den Als geätzt hätte. Der weiße Arsch, aber die könnte ich doch eigentlich so erledigen. Solange das Geld reinkommt, schön Headshot. Boah, schön Headshot. Ast rein. Nice. Gedrückt halten und loslassen, um Waffe zu benutzen. Okay, alles klar, haben wir. Das haben wir drauf hier. Das lief doch wunderbar, meine Lieben. Wir machen hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wobei, den machen wir nochmal eben platt. So. Na, ich glaube, der ist... Ja, ja, ja. Den haben wir, jawohl. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut, lieben Dank und ciao.